Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Der Fluch der Oper. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum wir schon wieder hier sind. Wir waren doch hier schon drin. Oder wie sehe ich das? Hallo? Da scheint was zu fehlen. Okay. Das Kreuz. Die Murmel sollte ich mitnehmen. Man weiß nie, wann man mal eine braucht. Okay, wir haben eine rote Murmel. Genau, das haben wir. Ja gut, gehen wir mal, ne? Hallo? Ich will zurück. Hä? Wieso kann ich denn nicht zurück? Muss ich hier irgendwas machen? Hallo, ist das Spiel irgendwie hängen geblieben? Ja. Ach so, okay. Ach, ich habe die Murmel nicht gesehen. Ich dachte, wir hätten die mitgenommen. Okay, gut. Hier fehlt. So. Nee, das passt nicht. Okay. Hier ist auch nichts. Das nichts. Ach, hier waren wir ja gerade. Hihi. So. Okay. So, was haben wir denn hier? Lampe ist grün, richtige Farbe, richtiger Platz. Lampe ist gelb, richtige Farbe, falscher Platz. Ach so, okay. Alles klar. Ich verstehe. So, beides Male gelb. Lampe ist gelb, richtiger falscher Platz. Okay, also muss hier dann blau. Nee, Moment. Hä? Wie kann ich denn das wegmachen? Verstehe ich nicht. Ich mach das mal so. Achso, grün war ja falsch. Machen wir nochmal blau. Ach nein, ah. Was mache ich denn da? Hä? Leute. Ach so, zurücksetzen. Okay. Muss ich das denn immer zurücksetzen? Das ist ja dämlich. Also, als erstes war rot. Dann nehmen wir blau, grün. Die ersten beiden passen schon mal, okay. Das ist mir zu doof, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich jetzt bis hier oben hin dann komplett immer neu machen muss, das geht gar nicht. Also rot und blau passen schon mal. Rot. Blau. Nehmen wir nochmal blau. Hä? Leute, ich verstehe das nicht. Also wenn das Spiel irgendjemand kapieren sollte, bitte sagt es mir mal, weil ich verstehe hier gerade nur Bahnhof. Ich weiß nämlich nicht, warum jetzt die hier wieder falsch gewesen sein sollen. Also jetzt mache ich noch mal so. Äh?
Okay, Leute. Geschafft. Hui. Die Tür ist auf. Carolina. Sie ist gesprungen. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen neuen Gegenstand erhalten, Familienwappen. Das sieht interessant aus. Es muss Carolina sehr viel bedeutet haben. Ich sollte es mitnehmen. So. Kapitel 5. Echos der Vergangenheit. So, wo sind denn alle? Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Was liegt denn hier auf dem Tisch? Ah, der grüne Sonnenschlüssel. Aha, okay. So, ich erinnere mich, dass Hilda bestimmte Zeiten erwähnt hat. Jetzt muss ich sie nur noch finden. Was war denn das? Wie konnte das passieren? Warum ist Carolina von der Klippe gesprungen? Was macht dieser Ort mit uns? Ja, gute Frage. Also 2:45 zuerst. Moment, ich schreibe mir das mal ganz kurz auf. 2:45, 7:45, 10:30. Okay. Okay. Was braucht man zuerst? 2:45. So. Nein. Okay, nee. Ja, das ist ja doof. Oh, okay. Okay, wir haben es schon mal hingekriegt. Hui! So, als nächstes 7:45. Dann machen wir das jetzt mal so. Okay. Passt auch nicht. Das ist doch wieder. Oh, diese Rätsel hier, die sind doch so nervtötend. Ernsthaft. So. Ich verstehe das nicht. Wir überspringen das auch mal wieder. Oh, geschafft. Na sowas. Wie konnte das denn passieren? Ein Schädelschlüssel. Ein Schädelschlüssel? Ich frage mich, wo ich den benutzen kann. Der Sturm ist endlich vorbei. Schädel. Oh. Hallo. Wer warst du denn? Ah, okay. Oh, hilf mir, ich stecke hier in der Falle. Ihre Gesichter sind überall. Ich habe Angst und mir ist kalt. Himmel, hilf, mein Make-up ist völlig ruiniert. Ja, schön, dass du an dein Make-up denkst. So, okay, wir haben aber nichts. Wir müssen erstmal das Eis. Oh, ah, Wimmelbild. Mensch, hier, Zahnrad. Spritze. Spritze.
Trommel. Es war keine Trommel, aber ich klicke drauf. Ja, macht nichts. Trommel, Würfel, Trompete, Muschel, Schlange. Was ist das denn da? Ich kann das gar nicht so richtig erkennen. Ein Dollar. Glühlampe. Weinglas. Oh, voll daneben geklickt. Glühlampe, Trompete. Was ist das denn hier unten? Nee, nichts Besonderes. Trommelschleife. Eine Standuhr. Oh. Aber hey, ich habe einen Dollar auch gefunden. Yeah! Was ist das? Ist das eine Schleife? Nee, was wollte ich sagen? Eine Muschel. Würfel, Muschel, Trommel, Schleife. Würfel? Ich sehe nichts. Wir machen mal ein Tippel, ne? Oh, okay. Die habe ich tatsächlich überhaupt nicht gesehen. Was ist das? Nichts. Muschel und Schleife. Ich bin ja dafür, dass das hier eine Muschel ist, aber will man mir nicht anerkennen? So was Gemeines. Das war ein Bogen und keine Schleife. Was war das denn? Ja, das hätte ich ja nie und nimmer erraten. Nennt man das auch Schleife? Mal ehrlich, ich weiß das wirklich nicht. Das wäre es ja jetzt. Oder es ist wirklich eine ganz böse, miese Übersetzung. Mal gucken, dann ist die Muschel wahrscheinlich keine Muschel, oder? Ah, doch. Füttere den Frosch und du erhältst deinen Preis. Okay, mit was denn? Mit einer Fliege. Aber wo finde ich denn die Fliege? Hä? Oh, ja, wer soll denn das sehen? Hier, bitteschön. Auftaumittel, okay. Hilda, wir kommen. Halt deine Brüste fest. So, los. Rein damit. Okay. Oh nein, ich bin zu spät. Was machen die beiden denn hier? Der gefrorene Körper von Leonardo. Und von Giles und Abigail, die sind ja alle hier. Gefrorener Arm? I, von wem denn? Wie verstörend, all diese Leichen. Ich könnte diesen Vorschlag aber benutzen, aber zuerst muss ich ihn von dem Eis befreien. Haben wir denn? Ja. Wir haben aber nichts. Wir brauchen irgendwas. Ah, okay, noch ein Wimmelbild. So, los geht's, meine Lieben. Dann wollen wir mal Stift, Fliege, Kreuz, Taschenmesser. Warum denn immer solche kleinen Sachen? Tintenfisch, Frosch. Löffel, Essig, Knopf. Ich sehe überhaupt nichts. Was ist das denn hier? Nee, nichts. Zigarre. Eine Spinne habe ich gefunden. War keine Fliege. Kreuztee.
Tintenfisch. Löffel. Ich klicke mal ein bisschen rum. Vielleicht. Hui. Vielleicht drücke ich ja irgendwas. Oder auch nicht. Da. Ich habe was gefunden. Kreuz. Pfeil. Ja, und sonst so? Oh, das ist ja voll nervig, hä? Oh, okay, die hätte ich eigentlich entdecken können. Naja, was soll's. Wenn wir hier einen Stern brauchen wir nicht. Ich klicke trotzdem mal drauf. Essiglöffel, Tintenfisch, Kreuzschlüssel, Stift. Hä, ein Schlüssel? Ach ja, das Kreuz. Stift. Tipp. Ach hier, Essig, okay. Schlüssel, ich wusste doch, den hatte ich vorhin schon gesehen. Tintenfisch und Löffel jetzt noch. Hä? Was ist denn hier? Nee, das ist ein Hufeisen. Löffel? Oh, geschafft! Stecke die Münze hinein. Hebe das Sternrad auf. Ja, nehme ich doch mit. Dankeschön. Okay, hier fehlt uns immer noch ein Schlüssel. Oh, okay. Na, jetzt geht's aber wieder los hier. Jetzt wollen sie es wieder wissen. So, wir haben hier eine Zitrone. Patrone, Trompete, Fledermaus. Die Fledermaus ist doch bestimmt hier oben irgendwo da. Was ist hier? Nee. Leiter. Geige, Banane, Banane. Nee, sehe ich nicht. Flagge, Schildkröte. Also das? Die Biene, okay. Schildkröte. Da ist die Schildkröte. So, Banane, Geige. Hallo. Ich will was finden. Da. Na komm, die Geige dürfte da auch nicht so schwer zu finden sein, oder etwa doch? Ach, wir drücken mal. Was ist das denn? Eine Patrone, okay. Und die hätte ich aber auch ehrlich gesagt überhaupt nicht entdeckt. Ach, hier ist die Banane. Da, die Geige gefunden. Wäscheklammer. Da. Was ist denn da? Oh, die Flagge hätte ich ja auch nicht erkannt. Muss ich ja ehrlich sagen. Und die Erkennungsmarke. Dann wollen wir mal graben. Man weiß ja nie, was an diesem Ort alles unter der Erde liegt. Ja. Da. Juhu. Okay. Noch ein Teil. Was ist... Oh, noch ein Wimmelbild. Okay. Das geht ja hier ab. Die Schreibmaschine dürfte doch eigentlich... Ah, hier, okay. Schlüssel, Amboss. Mundharmonika, Darts. P.
Pilz. Pilz? Schaufel. Hier ist ein Dart. Oh, hier ist ein Kuchen. Oh, jetzt ein schönes Stückchen. Mit Sahne oben drauf. Oh, hier ist noch ein Stück Kuchen. Warum muss ich denn die nicht suchen? Das ist ja unfair. Ich sehe nichts. Die Brezel, habe ich die nicht schon längst gesehen gehabt? Nee. Okay, los geht's. So, was ist das? Oh, okay, das ist wieder fies gewesen. Hier ist die Brezel. Doch, die habe ich gesehen. Giraffe. Amboss. Ach, ein Amboss dürfte eigentlich auch gar nicht so schwer zu übersehen sein, aber anscheinend ja wohl doch, hä? Ah, okay. Schlüssel und die Schaufel. Gefunden! Schlage zu wie ein Löwe. Okay, mache ich. Dankeschön. So, dann wollen wir mal wieder zurück, ne? Können wir... Aha. So. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Zwei Sachen fehlen uns noch. Oh. Meine Güte, hier geht's ja ab. Okay, also Drache, Spielzeug, Ente, Ente. Da, Ring. Ist das hier ein Ring? Nee. Anker, Yin, Yang, Herz, Dame. Hallo. Da, nee. Spitzhacke, Fahrrad. Okay, das Fahrrad, ah, das ist da hinten. Okay. Bist du die Herzdame? Tatsache. Ying und Yang. Da. Anker, Ring. Ach, die Schlinge. Okay, alles klar. Der Drache. Jetzt brauchen wir noch die Kreuzdame. Spitzhacke, Ring, Anker. Ach, hier ist der Ring. So. Da kommt eine Sache noch und dann können wir Tippi machen. Ich frage mich, warum das nicht. Ah, das stimmt, ist ja gar nicht Dings gewesen. Hä, aber das war doch eben ein Pik, oder nicht? Bringe den Schutzengel wieder zu den richtigen Grabsteinen. Engel? Okay, da muss das. So, wunderbar, okay. Hä? Christine von Strauß, weine nicht, denn sie schläft nur und ist nicht tot. Aha, okay. Sollen wir, hauen wir mit dem gefrorenen Arm drauf oder auch nicht? So. Gehen wir hier noch mal rein. Können wir... Nein.
Ja, okay. So, ach meine Güte, das nimmt wirklich kein Ende hier. Hexenhut, Knopflebkuchen, Käferfass. Zitteraalblatt, Kelch. Propangastank, Piratenhaken. Blatt, Kelch, Knopf, Becher. Knopf. Piratenhaken. Lebkuchen, Mann. Zitteraal. Käfer. Da, da. Okay. Zitteraal, Kelch. Kelch? Blatt? Was denn für ein Blatt? Hier sind viele Blätter. Aha. Blatti, blatt, blatt. Wo bist du? Komm raus. Na los, lad auf. Nee, auch nicht. Oh, okay. Finde vier Teile des Bildes und repariere es. So, eins, zwei, drei, vier. Charles Zimmer. Der Hausmeister sah damals wesentlich glücklicher aus. Ich frage mich, was mit ihm geschehen ist. Okay. Haben wir jetzt. Wir haben ja gar nichts bekommen, ne? Nö. Nö. Haben nichts bekommen. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Ui, meine Güte. Ey, ohne Witz, heute machen wir ja nichts anderes hier. Schraubenschlüssel, Skorpion, Garnele. Hatten wir nicht die Garnelen schon? Stammesmaske. Schloss, Eichhörnchen, Schmetterling. Nussknacker, Nussknackern. Ach nee, das will der ja nicht als Nussknacker ansehen. Och Leute, ich finde überhaupt nichts. Oh ja, okay. Messer. Da. Anker. Was bist du denn hier unten? Hä, was warst du denn? Ach, ein Eichhörnchen, gar nicht erkannt. Skorpion, den hatte ich auch schon im Blick. Schraubenschlüssel. Das ist ein Löffel, aber ich drücke trotzdem drauf. So. Schmetterling, wo bist du? Komm raus zu mir. Dann braucht man einen Elefant? Nee. Das Wimmelbild hier ist doof. Ich sehe überhaupt nichts. Da. Da. Ah, okay. Stammesmaske und Käfer. Na los, Leutchens, das kriegen wir hier hin. Ah, okay, was gefunden. So, jetzt nur noch der Käfer. Wo könnte der denn sein? Juhu. Tüdelü. Hä, da hatte ich doch wohl schon 30 Mal drauf geklickt. Finde und repariere den Griff. Ja.
Mach ich. Definitiv. Ich muss nur mal was finden. Ja, und wo aber jetzt hin damit? Da, okay, alles klar. Oh, Eispickel, aha. Ein Eispickel, damit kann ich das Eis um den Hammer bestimmt aufbrechen. Okay, das machen wir aber im nächsten Part. Das war's schon wieder. 30 Minuten sind um, meine Lieben. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Der Fluch der Oper. Und bis dahin sage ich, bye!